Alles Gute, Bruder. Wie alt bist du geworden? Lass mich raten. 27. Übrigens, Marc, spiel nicht mit Flora Dead by Daylight. Die ist broken, Digga. Die nimmt einen direkt auseinander. So. Ja, Marc, er denkt dran. Achso, ja, ich weiß, Marc. Aber schreib mir zur Sicherheit morgen trotzdem nochmal. Ich verhau dich, wenn du nicht dran denkst. Ja, ich weiß. Entschuldigung, Flora. Mit Flora, Miss Flora-chan. Mit dir darfst du nicht spielen, Digga. Die spielt so, als wäre SPL. Nur weil du gestorben bist, Digga. Man konnte auch nichts machen, Alter. Achso, stimmt, du hast mich gerettet sogar. Stimmt. Aber als du dann der Killer warst, ging gar nichts mehr. Wir haben nicht mal ernst gespielt. Echt jetzt? Das war nicht mal ernst. Hey, Crazy. Holy shit. Ja, Kriti. Du tust auch nur so, als würdest du es nicht gönnen. Du bist Level 70 gewesen oder so. Yo, der Fafnir will aber auch unbedingt drauf gehen, oder? Der. Oh, schade. Oh, schade. Cancelled. Wer will Beef? Oh, Crazy, was geht? Achso, Crazy, hey, du hast das geschrieben, Digga. Ich sag doch gar nichts, Digga. Was muckt ihr gleich so? Was geht, Leute? Alles fit bei euch. Wer ist denn jetzt alles nur reinkommen? Hi, hi, Tox, was geht, Bro? Wie geht's? Wie war die Arbeit? Jungle might come, yes. Oh. I will ward. Okay. Bird's eye view. Der will Beef. Ich will doch gar kein Beef. Jule, will ich jemals Beef? Yep. Okay. Was ist mit meinem Sylvanus eigentlich? Der lädt Mana auf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er von mir will. Was, Digga, was? Hör auf zu pingen, sonst krieg ich Aggression. Oh Gott. Wieso Frauen an die Macht, Flora? Oh, schade. Alles gut, der ist tot. Spoiler! Spoiler, Lord! Spoiler! Bisschen gefickt wegen Prüfung, nicht so, habe sonst alles für so Arbeit und Arbeit. Nervig, Kunden gehen mir auf den Tag. So wie immer, also okay. Wusste ich gar nicht. Nix ist broken hier. Jingwei ist broken. Ah, ah. Da ist ein Kill, da ist ein Kill, da ist ein Kill. Okay, das ist doch kein Kill. Ich versuche dem Acer so wenig wie möglich recht zu geben.
Jule steht immer hinter mir. Vor mir, wollte ich sagen. Und stellt mir ein Bein. So kann man es auch sehen. Chiara. Achso, sorry Flora, ich habe deine Frage oben nicht gelesen. Irgendwas mit dieser Nami-Boss. Wechsel unter meine... Achso, okay, ja, kann ich mal. Erinnerst mich dran, nicht, dass ich es vergesse. Bin vergesslich. Aber können wir machen. Christopher, ja okay, daneben Christopher. Hab ich kein Problem mit. Mit FF Christopher. Was? Das ist eigentlich nicht mal eine Beleidigung. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich meine, mit der Beschreibung würde ich dich ja beschützen, theoretisch. Digga, fucking Fafnir ist broken. Stück Scheiße, Alter, von Gott. Ja, mein Docs, ich bin Big Mama. Christoph H. Türkische Version. Türkische Version wäre nicht Christoph H. Theopraktisch. Praktisch, Flora, würde ich mich auf ihn draufwerfen. Der sollte tot sein. Oh Gott. Oh. Die Yamada ist da. Es tut mir leid. Jeder rettet sich selbst, würde ich mal sagen. Ist doch egal, Flora, dann tut's wenigstens auch weh, weißt du? Das muss wehtun. Hä? Sie tut sich weh, wenn sie zu leicht ist und gegen ihn rennt. Ach so, scheiße. Das muss wehtun. Liebe muss wehtun, Flora. Was wäre die türkische Version von Christopher? Boah. Gute Frage, Alter. Mühle? Eine deutsche Version von Christopher? Nein, eine türkische Version. Mustafa. Chris Mustafa? Chris Mustafa? Naja, Christoph ist so ein typisch deutscher Name. Chris Mustafa? Also, na Gott. Also Mustafa. Die typisch türkische Variante. Oder nicht? Als ob der seinen Hammer so gut getroffen hat. Fuck. Bam, Digga! Doc, Digga. Tut mir leid, ich hab nur falsch gelesen. Eigentlich wollte ich dich fett nennen. Dein Gehirn hat einen fetten Aussetzer gehabt. Ja, ich weiß. Und er ist gerade wieder in eine Falle reingelaufen. Ihr habt eure Feinkarte aktiviert, lügt mal nicht. Mustafa? Christopher, Mustafa, ja, könnte sein.
Oh nein, Flora, kein Österreich. Aber dass man den so stark raushört, den Akzent, finde ich schon hart. Stinks, gell? Afghanisch. Auf jeden Fall Afghanisch. Mhm. Mufasa. So, wo ist dieses Stück Scheiße? Nimmt hoffentlich nicht mein Purple. Hoffentlich. Oh, danke schön. Ich kann dir nicht mal sagen, was es für ein Akzent ist. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus... Spast und Mongo. Ja, genau. Du bist mein Planner. Das kannst du mir auch vorlagen. Ja, ist klar. Bist anwesend, Christopher. Sehr gut. Ich weiß nicht, also... Wenn es keine Mischung aus Spast und Mongo ist, ist es wahrscheinlich sächsisch-fränkisch? I don't know. Frauen verstehe ASAP. Ist so. Ich weiß, was die Jule braucht. Der Junge weiß gar nichts. Vorgestern haben wir aneinander vorbeigeredet und er fand es auch noch witzig. Soll ich erzählen? Ja, erzähl's bitte. Also, ich hab ein bisschen Schulterprobleme und dann habe ich zu Jule gesagt, ich gehe zur Thai-Massage. Und dann wollte sie, dass ich zum Orthopäden gehe. Dann habe ich gesagt, die massieren nicht. Dann hat sie gedacht, dass ich zur Thai-Massage mit Happy End gehen will. Gut, dass wir es innerhalb von, sagen wir mal, 15 Minuten aufgeklärt haben. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, auseinandergenommen. Die dachte, ich will zu einer Nutte wegen meinem Schulterproblem, Alter. Und dann muckte mich auch noch fast an. Digga, wieso heult eigentlich mein Solo-Lane rum? Was habe ich verpasst? By the way. Oh yeah. Doch, Erfahrung. Erzähl mal, Bruder. Ja, Marc, das ist mir tatsächlich schon sehr, sehr früh aufgefallen, dass seine Humorlatte sehr, sehr niedrig ist. Viel zu hoch für dich. Nein, nein, viel zu niedrig, wenn du alles lustig findest. Hey. Oh, Mark, Alter. Ich mag meine Sorgen. Fängst du jetzt auch mit dem Scheiß an? Ich weiß nicht, was die Frau meint. Digga, doch, tu doch nicht so, du Frauenversteher. Guck dir lieber an, was Mark geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Sie hat Latte gesagt. Der kennt meinen Humor, der Bruder. Alles gut, Marc. Ja, ja, gib mir die Schuld. Du warst schon vorher ein Spaß. Wie die alle mir die Schuld geben dafür, dass sie so versaut sind. Du hast mich auch versaut. Ja, okay. Da geht ja immer noch Party hart. Da kommt ein Purple. Puppel. 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 Was hart bin ich seit meiner Geburt? Ich bin behindert seit meiner Geburt.
Der wurde genockt und hat trotzdem seinen Teleport bekommen. So ein Glückspilz, Digga. Normalerweise geht das nämlich nicht. Da, Alter, das war also eine Millisekunde entfernt. Kommt drauf an, was du im Kühlschrank hast, Itox. Hast du was da, Itox, oder musst du was bestellen? Hey, Leitengel. Hey, Leitengel, was geht? Ah, ich hab gar keinen Beats. Ups. Upsi. Upsi, ups. Direkt weggehen, damit er mich nicht hier ficken kann. Und dann ein paar Autotext verfehlen, damit er denkt, ich kann nicht. Alles geplant, Leute. Genau. Und dann sterben. Auf jeden Fall. Das war mein Plan, Digga. Wo kommt der Hund her, Alter? Yo, schrei mich da nicht gleich an. So, okay, Alter, was hast du für Aggressionsprobleme? Wodka E? Mit welchem Energy? No. Flora, du musst deinen Kerl etwas mehr züchtigen. Wo ist der hin? Der kann nicht einfach wortlos verschwinden. Digga, Jingwei ist broken. Ja, ist klar. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.